Wenn du Bürokratie in Deutschland schon nervig findest, wünsche ich dir viel Spaß in Südamerika. Das, was ich heute beim Notar erlebt habe, da steckt schon wieder so viel drin, was typisch ist für diesen Kontinent und die Denkweise hier. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Buenas tardes aus Medellin, 13.29 Uhr Ortszeit, sitze bei meinem Veggie-Restaurant in der dritten Etage, schau auf die Fußgängerzone, guck mir hübsche Mädels an, die hier vorbeiflanieren und erhole mich erstmal vom Schock des Vormittags. Ich war beim Notar. Und wenn mir Bürokratie schon in Deutschland aufs Schwein geht und ich dachte, ich habe in Panama mit der Beantragung von dem Ersatzdokument meines Ausweises schon viel erlebt, das hier war mal noch härter. Ja, ich bin gerade dabei, dass ich einige Hektar Land in Paraguay erwerbe. Jetzt bin ich aber in Kolumbien und nicht in Paraguay. Also muss ich dort eine Vollmacht für jemanden ausfüllen, dass der das für mich übernehmen kann. Der hat mir ein Dokument rübergeschickt, das habe ich mir auf dem USB gezogen, ne, und bin dann eben rüber zum nächstbesten Notar, die gibt es hier an jeder Ecke. Komm da freudestrahlend an, schönen guten Tag, bräuchte hier mal so eine Legalisation, habe auch meinen Ausweis dabei. Ja, das wäre jetzt aber schwierig, weil die könnten hier nicht ausdrucken. Ihr seid ein Notar und habt keinen Drucker. Nö, dann müssten sie zwei Läden weitergehen. Ich denke mir, okay, das fängt ja gut an. Geht zwei Läden weiter. Lass mir das für 25 Cent ausdrucken, zwei Seiten. Und selbst der Kopierladen akzeptiert keine USB-Stecker. Ne? Entweder E-Mail oder WhatsApp. Wie auch immer die dann WhatsApp mit ihrem Drucker verbinden, aber nach sowas frage ich schon gar nicht erst. Auf jeden Fall komme ich mit meinen beiden Seiten zurück zum Notar und sage, jawohl, hier habe ich sie, bitte einmal legalisieren und kann losgehen. Ne? Okay, kommen Sie mal mit, hier haben Sie Ihre Nummer, setzen Sie sich mal hin. Alles klar, 771 war dran, ich war die 775. Diese vier Nummern, die sind so schnell aufgepoppt, da habe ich nicht mal anfangen können, die Sprachnachricht abzuhören, die mir gesendet wurde. Das waren keine zwei Minuten Wartezeit. Ich komme also an, da ist immer noch so eine Corona-Spuckmauer, die mir bis zu den Brustwarzen reicht. Ich mich also schön mit beiden Ellenbogen auf dem oberen Ende von dieser Glasplatte da angelehnt. Mit dem Typen da unten gesprochen und sage einen schönen guten, ich bräuchte das bitte einmal legalisiert. Das hier ist das Papier, das hier ist mein Ausweis, den Bart habe ich mir einmal zugehalten, ne? Sage ich, passt das so oder muss ich vor oder zum Friseur? Ich bin das wirklich. Und ja, sagt er, aber in diesem Formular, da steht jetzt Escribita und Sie wären ein Notarier. Ich sage, ich weiß, das ist dasselbe. Ihr sagt hier Notaria und da unten in Paraguay, da heißt das Escribita. Ist aber dasselbe. Nee, ist es nicht. Also doch, ist es. Weil es gibt hier in Kolumbien keine Escribitas. Ich habe mich da informieren lassen. Es heißt dasselbe. Ja, aber ich kann das jetzt hier nicht ausfüllen. Also, doch, da bin ich ziemlich sicher, dass du das kannst. Jetzt hier bitte einmal ausfüllen, ne, und abstempeln. Ja, und er stempelt Vorderseite, Rückseite, unten, oben, hinten, vorne, unterschreibt das Ganze, lässt mich das unterschreiben. Und ich sage nochmal, was hältst du davon, dass du da die Lückentexte ausfüllst? Da, wo diese gestrichelten Linien sind und wo deine Adresse rein muss. Nö, das müsste jetzt nicht sein, das würde auch so gehen. Könnte ich aber auch da hinten klären. So, alles klar, kläre ich das da hinten. Also gehst du erstmal zur Kasse, ich zahle weitere 9.000. 1.000 fürs Kopieren, 9.000 für die Stempel. Das sind Gesamtkosten von umgerechnet 2,50 € für einen Notartermin. Ohne warten. Weiß nicht, was du für einen Notartermin in Deutschland bezahlst und wie lange du warten musst. 2,50 €. Soweit so gut. Direkt neben der Kasse ist der Chef von dem Laden, der nochmal die ganzen Unterschriften persönlich macht. Also der Herr Doktor Notar. Und ich frage ihn auch nochmal, also jetzt, wie ich mir das übersetzt habe, da steht da, wir vom Notariat mit dieser Adresse bestätigen hiermit. Leute, ihr müsst da was reinschreiben. Nö, ist ja unser Stempel drauf, das passt dann schon so. Und ich hatte schon so ein Bauchgefühl. Ich fotografiere das Ganze ab zu meinem Vertragspartner in Paraguay und sage, was sagst denn du dazu, ne? Also für mich ist das unvollständig.
Und er so, boah, wie blöd sind die denn? Sprechen die selber kein Spanisch? Da steht doch, was da gemacht werden muss. Das war eine Vorlage, die müssen das umschreiben am Rechner und ihre eigene Adresse da eintragen. Wie schwer ist das denn? Ich so, ja, habe ich mir genau so vorgestellt. Ich also mit dem Typen wieder gesprochen, mit dem Herr Dr. Notar, ne? Ich sag, Kollege, da fehlt aber was. Nein, doch, ich kann nicht. Ich so, wie kannst du nicht? Kannst du nicht schreiben? Hast du keinen Computer? Ich so, wenn die mir blöd werden, komme ich denen auch blöd, ne? Ich dann also meinen Vertragspartner angerufen in Paraguay, der ein sehr gutes Spanisch spricht. Ne, und zuerst so, nee, ich rede mit dem nicht. Ich so, Alter, mach deinen Job. Ich war kurz davor, dass ich seinen Vertrag, der mir ja eh nichts bringt, mal in Konfetti auflöse und durch die Gegend schmeiße. Und dann nach so ein bisschen gegenseitigem Anblöken hat er dann doch das Telefonat angenommen, aber nur, wenn ich auf Lautsprecher schalte und das ihm da so 30 cm vom Kopf halte. Weiß nicht, hat vielleicht Angst vor Strahlungen im Handy oder, ja, mit dem Ergebnis, ich habe recht. Und auf einmal stellt sich heraus, juhu, Sie haben doch einen Computer. Sie können doch die Datei umschreiben. Das war dann der nächste Akt. Dass es zuerst hieß, Sie könnten da keinen USB reinstecken wegen Virus oder sowas. Ich sage, das ist mir scheißegal. Von mir aus tippt das Buchstabe für Buchstabe ab. Sind ja nur zwei DIN A4 Seiten. Hauptsache, du machst es fertig. Ne? Ja gut, als der Chef nicht hingesehen hat, hat er dann doch meinen USB-Stecker benutzt. Word-Datei eingelesen. Zum Glück war es Word und kein PDF. Hat dann dort meine Daten eben nochmal korrigiert und seine eigenen Daten mit seiner Anschrift hat er ernsthaft aus einem anderen Dokument rüberkopiert. Copy und Paste. Als würde er seine scheiß Anschrift nicht wissen, wo er arbeitet. War schon abenteuerlich genug, aber wollen wir es nicht nur auf die Leute hier in Kolumbien schieben, weil auch die Vorlage, die ich bekommen habe von der Notarin in Paraguay, El Señor Roman Top. El Señor, der Herr, zusammengeschrieben. Der Herr, das sind zwei Wörter, das ist im Spanischen genauso. Und Roman Top haben sie auch zusammengeschrieben. Ich sag, magst du mir da vielleicht mal so ein Leerzeichen zwischensetzen, zwischen meinen Vornamen und meinen Nachnamen? Finde ich jetzt persönlich irgendwie ästhetischer. Ja, habe ich bei allen drei Stellen, wo mein Name aufgetaucht ist, habe ich das einzeln machen müssen. So bei El Señor, wo vorher gar kein Leerzeichen war, hat er zwei Leerzeichen hingepackt. Ich habe schon gar nichts mehr gesagt. Ich denke mir nur, Typ, du arbeitest beim Notariat und offensichtlich bist auch du hier was Höheres, weil du der Einzige bist, der am Computer sitzen darf. Muss man dir wirklich zeigen, wie man Office bedient? Muss man dir zeigen, wie man Leerstellen setzt? Das ist doch echt nicht schwer, ne? Nichts können sie, nichts. Na gut, das war alles fertig. Die Stempel habe ich nochmal bekommen. Ich habe nachgefragt, was kosten das jetzt diesmal mit alles neu machen? Nee, da war ich überrascht. Es ist bei 2,50 Euro geblieben. Gehe also zurück zum Hotel, musste nochmal ein paar Mal tief durchatmen. Das hat mir bis dahin eigentlich schon gereicht. Und dann kommt die Hiobsbotschaft vom Notariat in Paraguay. Du brauchst aber auch noch die Apostille. Und zwar entweder vom deutschen Konsulat oder von der Botschaft Paraguays. Wir sagen, Leute, ich bin in Medellin, nicht in Bogota. Das ist nicht die Hauptstadt. Die haben hier keine Botschaften von Paraguay oder Deutschland. Und wir haben Freitag. Jetzt kommt ein Wochenende und Montag, 10 Uhr, bin ich im Flieger in die Domrep. Wie soll das jetzt funktionieren? Ich kann nicht mal eben rüber zur Botschaft nach Bogota, wo ich mutmaßlich auch einen Termin brauchen würde. Naja, okay, vielleicht können die das ja bei dem Notar wieder lösen. Ich so, genau, da wollte ich jetzt nochmal hin. Schön. Ich also wieder zurück und hab denen da eine spanische Sprachnachricht vorgespielt, dass ich noch eine Apostille brauche, ob es da vielleicht einen Service geben würde, dass die das da vorbeischicken, dass die das dann nach Paraguay runterschicken, dass ich das gar nicht mehr anfassen muss. Ja, alles klar. Schicken sie mich dann rüber in den nächsten Raum, anderer Flügel vom Gebäude. Das ist eine riesen Kanzlei gewesen, dieser Notar. Im anderen Trakt, dann eben dort schon wieder gleich dran gekommen, sitzt da ein Typ mit Maulkorb. Die habe ich ja gefressen. Ist 4 Jahre ist die Scheiße her. 4 Jahre. Und noch immer hat er nicht verstanden, dass das ein Bullshit ist und sitzt da weiter mit seinem Corona-Mundschutz. Ne? Natürlich habe ich den nicht verstanden. Da kann mein Spanisch noch so gut sein. Mit diesem Genuschel durch Maulkorb geht einfach nicht. Ich so, ja, hättest du vielleicht eine Kollegin, die hier Englisch spricht. Ne? Er holt dann auch eine rüber.
die sah hübsch aus, mit der dann nett aus Spanisch gesprochen. Also wir haben trotzdem weiter auf Spanisch gesprochen und gar nicht Englisch, weil die zumindest ein klares Spanisch hatte. Ja, die mir das alles erklärt, Botschaftstermin und so könnten sie alles machen, wird aber 3 Tage dauern. Ist ja kein Problem. 3 Tage. Heute ist Freitag, morgen Samstag, übermorgen Sonntag, Montag, so 8 Uhr bis 8.15 Uhr hätte ich noch Zeit, dann müsste ich zum Flughafen. Nee, sagt sie, in Kolumbien würde 3 Tage bedeuten 3 Werktage, nicht das Wochenende. Ist so, was wirklich. Haben sie wieder meinen Sarkasmus nicht verstanden. Hätt's wissen müssen. Ich sage, Leute, das funktioniert nicht. Ja, das wäre jetzt doof. Ich sage, ihr habt da irgendwie eine Service-Dienstleistung, dass ihr das da hinschickt, dass ihr das von einer Paraguay rüberschickt. Na, oh, das wäre jetzt ganz schwer, das müsste ich extra bezahlen. Ich so, ja, daran lasse ich jetzt den Grundstückskauf platzen, ne, dass ich kein Geld habe für die Briefmarke. Das machen wir jetzt. Ich so, Mann, ich zahle das, mach fertig. Und dachte, ja, das würde jetzt aber ganze 25.000 kosten. Und ihr erinnert euch, wenn 10.000 2,50 Euro sind, dann sind 25.000 6,50 Euro oder so, ne? Ich denke mir, oh. Ich habe jetzt einen Zugang bekommen für ein Online-System, wo sie jetzt meine Dokumente nochmal eingescannt haben. Und über das Online-System kann ich die Apostille beantragen. Und durch das Online-System kann ich die dann runtersenden lassen nach Paraguay. Es ist ja genial, dass es solche digital einfachen Lösungen gibt. Ich frage mich nur, und das ist so typisch für Lateinamerika, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ne, da erzählen die erstmal, was alles nicht geht und was nicht funktioniert, obwohl sie meine Situation ja kennen. Ne, aber nee, erstmal wieder alle Probleme aufzählen, was ich alles haben könnte für 70.000. Nur um jetzt zu sagen, weißt du was, für ein Drittel des Preises geht es eigentlich besser. Ne, und so läuft das hier jedes Mal. Was dann bei noch recht amüsant gewesen ist, alleine in dem Raum habe ich 10 Ventilatoren gezählt. 4 an der Decke, 4 an den Wänden und 2 zum Aufstellen, als würden die anderen 8 nicht reichen. Und das eigentlich bei einem ziemlich milden Klima. Wir haben hier 26 Grad. Diese 10 Ventilatoren, von denen immerhin 8 angeschaltet waren, haben dazu geführt, dass andauernd irgendwelche Zettel durch die Gegend fliegen. Ne, die arbeiten ja nur mit Zettel. Ne, legen den wieder hier auf den Tresen und den Kassenbon legen sie da auf den Tresen. Und immer wieder kommt eine andere Windböe von einer neuen Seite und zack, die ganzen Dokumente fliegen durch das Büro. Und fragt sich wieder, Leute, das ist absehbar, oder? Kann man da keine Lösung schaffen? Irgendwie mal ein paar Steine da drauflegen auf dem Tresen und das dann immer automatisch beschweren. Aber so weit denken sie ja nicht. Da lieber 10-mal in der Stunde bücken. Allein der Name von der Kanzlei klingt schon wie so ein schlechter Softporno aus 90er Jahren. Notaria 18. Blutjunge Bürostuten verführen dosige Amtsschimmel. Oder so. Mann, ey, da ist der Name Programm. Also, wieder sehr amüsant. Ich habe keinen Plan, ob das Ganze funktionieren wird, ob das Ganze klappt. Aber auf jeden Fall bleibt es spannend. Die gesamte Chose hat mich 2,5 Stunden gekostet. Und das ist wieder so ein Tag. Heute Morgen dachte ich mir noch, komm, machst du heute mal alkoholfrei. Nach den 2,5 Stunden nur aufregen über die Leute, sage ich mir, der Plan, der hat sich gerade geändert. In diesem Sinne, Prost. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pura Vida. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de